Shalom Aleichem. Die Bananenwelt hat einen Sturm. Ihr könnt vorstellen, noch 10 Jahre, Gott behüte, gibt es keine Banane mehr in der Welt. Ja, es kann wohl gut sein. Die Bananen haben eine Krankheit. Es kommt aus Kolumbien, also so wie Virus bei uns, aus Panama. Diese Krankheit von den Bananen heißt Fusarium. Das ist so eine Pilze. Und die Pilze macht kaputt den Boden. Und wenn es Gott behüte, wird nicht was passieren. Wir müssen beten, auch für die Bananen. Sie haben, so wie bei uns Corona, sie haben Banana-Corona. So eine Fusarium. Und wenn die Boden bekommt diesen Pilze, 50 Jahre kann man nicht pflanzen Banane. Es war schon in Israel und in Philippinen. Gott sei Dank gibt es in Holland einen Professor, der heißt Gerrit Kema. Er ist der größte Professor von Wageningen Universität. Und er ist ein Profi, der hat gefunden eine Impfung für die Banane. Und stell mal vor, so wie bei den Menschen, bei manchen Bäumen, bei manchen Pflanzen von der Banane, bei den Gisolim, hat man gelegt seine Impfung und die Banane haben gelebt und bei manchen nicht. Die nächste Stufe wird man das in Kolumbien weiter suchen und forschen, was kann man machen mit der Banane. Heute hier in Ostpark will ich mit euch reden über die Banane. Die Banane ist was ganz Besonderes. Die Banane kommt vom Mittelalter, sie heißt in der Halacha Moos oder Mosaisch. Und Maimonides sogar nennt sie Puma de Paradis, also das Frucht von Gan Eden. Manche nennen das die Feige von Gan Eden. Und wir werden heute reden über diese besondere Frucht, die heißt Banane. Ich habe hier eine Banane aus Kolumbien. Gut, was ist so schön bei der Banane? Bei der Banane, die kommen immer in eine Schachtel. Du brauchst keine Tüte. Du nimmst ein bisschen und du musst nur eine abschneiden und Shabbat Shalom. Gut, und es ist nicht so wie bei den Orangen oder bei den Clementine. Es gibt so Früchte, immer wenn du schälst, machst du schon mit den Augen so. Die Banane ist praktisch. Die Banane hat oben so einen Teil und man kann gleich schälen und gucken die Banane und gleich zu essen. Aber pass mal auf, wenn man guckt auf die Affen, guck mal in Zoo oder in Natur bei den Affen, habe ich bemerkt in Afrika, wenn eine Affe isst Banane, natürlich ohne Bracha, der öffnet nicht hier, wo ist bequem, der öffnet hier. Was macht er? Der gibt einen Quetsch und bei diesem Quetsch öffnet er und wir sind Menschen, wir machen eine Bracha, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Bore Pri Adama. Oh, eine gute Sache. Banane ist praktisch, edel, macht nicht, kleckert nicht die Hände und ich habe gehört von Doron Fischler, so ein Komiker, er sagt, dass die Banane ist ein Beweis, dass ein Gott existiert. Es gibt viele Leute, Rabbiner, Prediger, sie wollen Menschen überzeugen, dass Hashem ist da. Was sagen sie? Guck mal, der Mensch, eine Maschine, die unglaublich. Guck mal die Natur, wie schön. Aber man kann auch Beweise geben von Gott, von einer Banane. Warum? Was sagt die Evolution? Die Evolution sagt, dass jeden Min, jeden Sache in dieser Welt hat zwei Interessen. Surviven, überleben und weiter fortpflanzen seine Nachkommen. Wenn du nimmst eine Clementine, und kommt ein Tier und isst die Clementine. Er ist glücklich und kann sein, es kommt von ihm heraus die Kerne. Und von dieser Kerne kommt noch eine Frucht. Aber die Banane hat keine Kerne. Also du kannst essen, also. Und die Banane ist
ohne Kerne. Und es ist ein Beweis, dass Hashem existiert in dieser Welt. So was Süßes, so was Feines, so was Leckeres. Und wir wissen, dass in die ersten 3 Jahre von den Bäumen darf man nicht essen. Aber Banane ist kein Baum. Es gibt sehr viele Früchte, die heißen Sobotropin-Früchte, so wie Papaya, Ananas. Die haben keinen Stamm. Sie haben Gisol, sie haben so Blätter. Und die Wurzeln bringen jedes Jahr so ein neues Leben. Deshalb, eine Banane, sagt man eine Bracha, Bore Pri Ha'adama. Aus Erdefrüchte. Aber wenn einer isst Banane oder Erdbeer mit Joghurt, und die Joghurt ist die Hauptsache, dann macht er Schakel Nirbidvore. Was kann man machen von Banane? Von Banane kann man machen Essen für Kinder. Von Banane kann man machen Kuchen. Von Banane kann man machen so ein Eis. Kann man es braten, eine schöne Sache. In Israel wachsen Bananen in Jericho und auch in Tveria. Und es gibt ungefähr 170 Tonnen Bananen jedes Jahr, die bleibt nur in Eretz Israel. Hier, wie gesehen, die Bananen, die wir haben hier, oder mindestens die ich habe hier, die sind aus Bananas aus Kolumbien, Dan Mario. Und diese Bananen sind ein Geschenk von Hashem, weil die sind süß, sie geben Energie und es ist eine gute Sache. Ich habe gelesen einmal einen Artikel von Daniel Levy, der sagt, dass diesen Bananachips, diese Fritteuse, ist nicht koscher, muss extra koscher sein, weil es kann sein, dass hat man das gemacht ohne koschere Öl. Aber Banane also in Natur kann man überall kaufen und essen und es macht satt. Meine Frau soll gesund sein, Chani. Jahrelang, wenn eine zu Hause ist, genervt oder hungrig oder ungeduldig bis das Essen, sagt meine Frau Chani immer, tochal Banane, ess eine Banane. Warum? Weil Banane macht satt, Banane beruhigt die Nerven. Ist eine gute Sache, beruhigt dich. Es gibt ein Buch von Rabbi Mordechai Sharabi und er schreibt, wenn ein Mensch hat Blut gespendet, zum Beispiel, oder Blut verloren, soll er essen gleich danach 2 Bananen. Oder wenn ein Mensch hat Matzes gebacken, also er hat gemacht bei dem Mühlstein, gearbeitet 90 Minuten, soll er danach essen 2 Bananen, weil die Bananen werden stabilisieren seine Blut. Aber wenn einer hat hohen Blutdruck, soll er nicht essen Bananen. Es ist interessant, dass Rambam Maimonides ist von Bananen unbegeistert. Also er schreibt, dass Bananen machen Verstopfungen in Leber und in Troll. Also es hat mich sehr gewundert zu sehen, dass Rambam ist von der Banane. Alles zu viel ist nicht gesund, aber es gibt Leute, die sind begeistert von Banane. Und Rambam ist irgendwie nicht pro Banane. Wobei muss ich dazu sagen, dass es gibt verschiedene Sorten von Banane. Es gibt Bananen, die wurden manipuliert von Menschen, wo es nur die weibliche Banane da. Und es gibt Bananen, die haben noch Kerne, das habe ich auch in Uganda gesehen. Es gibt Bananen, die haben in sich noch Kerne. Weil die Bananen, die wir essen heute, das ist Muli-Bananen. Was ist Muli-Bananen? So wie der Maultier wurde gekreuzt von einem Esel und einem Pferd. Und er kann nicht weiter befruchten. Genauso diese Banane, was wir haben, ist eine vegetarische Banane. Es ist was ganz anderes. Gut. Gestern haben wir gesprochen über Apfel. Und Rabbi Mordechai Sharabi in seinem Buch schreibt, Banane ist bei allen Sachen 4-mal besser als Apfel. Hat mehr Chelbonim, mehr Kohlenhydraten, mehr Energie, mehr Vitamine, mehr Mineralien, 4-mal. Und es ist gut zum Herz, es ist gut zu schlafen, es ist gut zu Nerven. Es ist sehr interessant, dass die Affen
wie gesagt, früher, die essen die Banane und sie schälen die Banane von der anderen Seite. Und die Bananen haben auch, sie bringen so in den Kopf Serotonin, also so gute Laune. Und guck mal im Zoo, wo gehen die Leute am meisten zu besuchen? Sie gehen besuchen die Affen. War uninteressant zu gucken, jetzt einen traurigen Krokodil oder einen, der weint. Also die Affen sind lustig, die sind lebendig, die sind spritzig, die sind Chassidim. Die sind voll am Leben, die sind in Purim-Stimmung. Und vielleicht diese Purim-Stimmung kommt von die Banane. Jetzt, Banane ist eine Sache, die in die Halacha gibt es Diskussionen, welche Bracha macht man drauf. Und falls ihr trifft Juden, die wollen nicht essen, Banane ist nicht so schlimm. Es gibt Belze Chassidim zum Beispiel, weil einer von der Rebbe von Belz wusste nicht, wie genau definiert man den Baum von der Banane. Und deshalb hat er nicht gegessen. Man sieht, dass auch sehr viele jüdische Familien, sie werden genannt nach Bäumen. Dattelbäumen und Apfelbäumen und Birnbäumen und Feigenbäumen. Aber es gibt keine Jude, der heißt Bananenbaum. Weil Banane gehört zu diesen sobotropischen Früchten, die haben keinen Stamm. Das heißt, sie haben keine Gäser. Und jeden paar Jahre muss man sie noch einmal einpflanzen. Gut, was wir wollen machen, ist Folgendes. Wir möchten heute beten für die Bananen und hoffen, dass die Bananen sollen sich nicht verschwinden von dieser Welt und sollen sie auch nicht haben diese Krankheit von Panama, diese Fosarium, diese Pilze. Und natürlich lass uns auch jetzt vor Purim danken Hashem für die Banane. Und was ich mache heute, ich habe nicht nur eine erste Bracha gemacht, ich werde auch eine zweite Bracha machen, aber nicht vorher, dass ich werde das tun, was Rabbi Mordechai Sharabi sagt. Rabbi Mordechai Sharabi sagt, das muss man essen, zwei Bananen. Die Bananen sind sehr gut, dann werden wir essen die zwei Bananen. Und ich weiß nicht jetzt, wie soll ich öffnen die Banane? So wie ein Mensch von dem Tschubtschik, von Euben, oder von Euben, so wie die Affen, zu geben ein Quetsch. Was denkt ihr? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Hallo? Wie öffnet man die Banane? Von oben oder von unten? Von oben. Von oben, sicher. Warum die Affen machen von unten? Weiß ich nicht. Also in Deutschland macht man von oben, ja? Dann mache ich so wie in Deutschland. Danke. Also in Deutschland macht man die Banane von oben, hat gerade gesagt die Dame. Und wir werden essen, danke für Ihre Höflichkeit. Gerne. Und wir werden essen die zweite Banane. Und Hashem soll uns helfen. Guten Appetit auch. Lasst euch wohlbekommen. Mahlzeit. Amachaya. Eine gute Sache. Noch eine Sache. Seht ihr diese Chutim, diese Faden hier? Diese Chutim? Am Shabbos gibt es eine Halacha. Diese Halacha heißt Beurer. Beurer. Was ist Beurer? Beurer heißt aussortieren Schlechtes von Gutes. Zum Beispiel am Shabbat darf man nicht die Kreten herausnehmen von Fisch. Darf man den Fisch von Kreten? Darf man nicht die kaputte Trauben herausnehmen von dem Schachtel? Man darf die gute Trauben herausnehmen von dem Schachteltrauben. Also die ganze Woche, was machen wir? Die ganze Woche nehmen wir das Schlecht von dem Gut. Am Schabbes nehmen wir das Gut von dem Schlecht. Nun gut, die Schale von der Banane müssen wir runternehmen. Aber am Schabbes ist interessant, ich habe gesehen in der Halacha, es ist kein Problem, wenn jemand mag das nicht, runternehmen die Faden, diese Chutim, diese Seilen von die Banane. Und natürlich, wenn ein Kind will am Schabbes
essen eine Banane, macht man das von der anderen Seite von dem Löffel. Also zerquetscht man ihn, soll er essen. Also Sie sehen, eine Banane, so eine schöne Sache und in ein Stückel. Die Banane wachsen so Richtung April und in jedem so eine Schachtel von Banane gibt es zwischen 50 und 80 Bananen kommen raus von dem Baum. Und was ist wichtig zu sagen, die Banane hat drei Farben. Grün, gelb und braun. Und wenn es ist grün, es ist nicht gut, es ist ein Zeichen von Hashem, es ist noch unreif. Wenn es ist gelb, sieht man sofort ihre Reife. Das ist nicht so. Ich bin sehr empfindlich zum Ablaufdatum. Jede Sache, die ich kaufe, ich gucke gleich, wann ist die Ablaufdatum. Je mehr der Ablaufdatum ist länger, gefällt mir mehr. Aber die Banane braucht man nicht gucken, dem Ablaufdatum. Sieht man auf ihrem Gesicht, wie frisch ist sie. Ob sie ist besser, ob sie ist grün, ob sie ist gelb oder sie ist schon müde. Die Banane soll man auch nicht wegwerfen in einen Ort, wo Menschen gehen. Aus einfachem Grund, das ist Lifnei Verlotiten Michol. Wenn ein, das ist vor einem Blinder, sollst du nicht ein Geländer legen. Wenn einer fällt auf den Banane, das ist deine Schuld. Also kann man auch die Banane legen, es ist Recycling, kann man legen in die Erde, in die Garten. So soll befruchtbar sein und achten auf die Sache. In meinen Erinnerungen, Banane erinnert mich sehr stark an Pesach. Ich kann mich erinnern als Kind, Pesach, bist du so irgendwie 7, 8 Tage hungrig, die ganze Zeit. Und die ganze Zeit willst du essen, weil es fehlt Brot. Ich kann mich erinnern, egal wo wir fahren, es war immer im Auto viel Bananen und wir haben gegessen. Und wie gesagt, zu viel Banane ist nicht gut, weil es kann machen Verstopfung. Und es gibt auch sehr viele Oma-Rezepten von Bananen, das ist gut für Säuerung, für wenn es brennt und verschiedene Sachen. Und es gibt viele verschiedene Sachen. Aber wie jede Sache, zu ist nicht gut. Alles, was zu viel, ist nicht gut. Alles muss sein in ein Maß. Die einzige Sache, was zu ist gut, zu machen die Tür ist gut. Aber alle anderen Sachen ist nicht gut. Liebe Leute, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, mit euch heute in Ostpark zu machen, ein kleines Gespräch über die Banane. Und jetzt nehme ich jetzt weiter mein Fahrrad. Meine gute Laune ist schon da. Ich bin schon glücklich. Ich bekomme von der Sonne ihre Vitamin. Ich bekomme von der Banane ihre Vitamin. Und ich bin freilich und glücklich und zufrieden an Hashem. Und deshalb ich werde auch heute machen Bracha Achrona. Eine letzte Bracha. Die habe ich gestern nicht gemacht bei dem Apfel, weil ich wollte noch den Apfel zu Ende essen. Und man macht die zweite Bracha erst, wenn ist man fertig mit dem Essen. Und jetzt bin ich fertig und jetzt danke ich Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Boir nefoshos rabois v'chesroinon. Al kol ma sheboroso. לאח היועס בוהם נפש כל חוי, ברוך חי העולמים. גלוב זייסט הוא השם, ונזרי גוט, קוניג דה ולט, דרת גישפט, פילה נפשות, פילה זיילן ונירה מנגל וחסרונם, אז אז גיב זייר פילה מנגל, אשר בראת לאח היועד בהם דסדו אז גישפט, ונס צו בלייבן, ונס צו בגליק לכם, דיין כדיר השם פרדי שיינה וטר, פרדי שיינה לנדשפט, Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass manche Leute, die wegen ihrer Alter oder wegen ihrem gesundlichen Zustand bleiben zu Hause oder wegen der Corona und sie schauen diese Shiurim und bekommen Freude und
Zufriedenheit. Ich bete für euch alle, sollt ihr gesund sein und stark. Und danke Hashem für diese schöne Wetter. Und Hashem soll uns alle helfen, soll alles soll sein in die richtige Zeit. Und dass wir Hashems Natur genießen von dieser Welt. Leitraot. Tschüss.